Ich liebe es zu sehen, wie aus nur einem Stück Stoff etwas Neues entsteht. In diesem Video könnt ihr ganz entspannt dabei zuschauen oder euch ganz leicht ein Sommerkleid nachnähen. Ich bin Jessie und ihr seht... Final Fantasy VII Remake. Wie lange haben wir auf dieses Spiel gewartet? Ich persönlich bin ein Riesenfan dieser Reihe und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute Tifas Kleid, als sie noch ein Teenager war, nachnähen kann. Und wenn ihr das Spiel nicht kennt, ist das auch nicht schlimm. Wir fangen einfach mal an. Zuallererst habe ich mir die Details aufgezeichnet und das kann ich euch jetzt schon am richtigen Stück zeigen. Wir haben hier eine Art Petticoat-Kleid ohne Petticoat, also ohne den Rock darunter, mit doppelten Trägern, einer Zierschnürung, einen gerüchten Taillenteil mit Tunnelzug und Borten am Saum und in der Wiener Naht. Und den Reißverschluss habe ich einfach in die hintere Naht genommen, da man es leider auf keinem Bild erkennen konnte. Ich möchte in diesem Video auch gar nicht so viel erklären, denn ich finde es viel entspannender, beim Entstehungsprozess einfach nur zuzuschauen. Wenn ihr also nur den meditativen Nähpart schauen wollt, oder wenn ihr gern anderen bei der Arbeit zuschaut, kleiner Scherz, dann springt einfach zu Minute 6. Und wer sich gern selbst eins nähen möchte, für den erkläre ich jetzt kurz den Zuschnitt. Für das Oberteil habe ich den Schnitt aus dieser Burda verwendet, aber ihr könnt dafür natürlich jeden anderen Corsagenschnitt verwenden, den ihr findet. Und wer die ganzen Schnüre nicht selber machen möchte, kann einfach Bänder dafür nehmen. Aus der Dezemberausgabe von 2010 habe ich mir also den Schnitt 116 rausgesucht. Und davon brauchen wir die Schnittteile 21 bis 24. Allerdings nur bis zur Taille, also der Corsagenpart. Nun hatte ich das Glück, dass ich diesen Schnitt schon einmal verwendet hatte und kann mir nun einfach überlegen, was ich daran ändere. Für den Taillenpart habe ich also 6 cm eingeplant und vom oberen Ausschnitt nehme ich noch einen Zentimeter weg. Und die dekorative Schnürung wird später 7 cm breit sein. Nun haben wir hier also unser Vorderteil im Bruch, welches bis zur Taille geht. Der Schnürpart sollte ja 7 cm breit werden, also nehmen wir jetzt die Hälfte davon, da der Schnitt im Bruch liegt, und zeichnen 3,5 cm ab. Im vorderen Brustbereich habe ich den Ausschnitt noch etwas abgerundet, da ich ihn ja auch in der Mitte 1 cm tiefer setzen wollte. Und zwischen diese Naht kommt dann unser Band mit den Ösen. Für unsere innere Schicht nehmen wir also den kompletten Part bis zur Taille und in der vorderen Mitte im Bruch, das ist praktisch unser Futter. Und für die äußere Schicht unseren verkürzten Schnitt. Allerdings müssen wir diesen noch einmal von der Taille 6 cm kürzen, wegen unseres Zwischenteils. Wenn ihr euch dann eure Futterteile, die ja bis zur Taille gehen, zugeschnitten habt, messt ihr euch noch einmal von unten 6 cm ab. Und schneidet diese für das Außenteil noch einmal aus. Das Vorderteil haben wir ja extra als Schnittteil vorbereitet und jetzt brauchen wir noch einmal als extra Schnittteil unser Unterteil für die Schnürung plus 2 cm und das Ganze doppelt, da es im Bruch liegt.
Also 4,5 cm mal 2 sind 9, mal die Länge, die unser kurzes Außenteil hat. Und dann nehme ich noch 1 cm Breite für das Ösenteil plus 1 cm Nahtzugabe mal 2, also 4 cm. Und das Ganze zweimal. Als Nahtzugabe habe ich nur beim Reißverschluss, also in der hinteren Mitte, 2 cm berechnet und bei allen anderen Nähten immer 1 cm. Das waren alle Schnittteile, die ihr braucht, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen.
du denn schon abonniert? Ich hoffe sehr, dass euch dieses kleine Experiment gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir gern einen Daumen nach oben, denn ich würde so etwas gern noch einmal machen. Und schaut auch gern bei meinen anderen Videos vorbei. Und dann wünsche ich euch einen schönen Sommer und wir sehen uns im nächsten Video.